O Vánocích jsem spolu se svým bývalým kolegou a spolužákem Štěpánem se rozhodla zajet do Hofu, což je německé městečko kousíček u hranic v Bavorsku, kousíček u hranic s Čechama. A ptala jsem se tam lidí, co si myslí o Brexitu, o tom, co se vlastně bude dít s námi, jakožto Evropskou unii. Das ist bestimmt für Europa nichts Gutes, dieser Brexit. Aber ich kenne mich mit der, ich weiß es nicht, aber mein Gefühl sagt, das ist nicht gut. Und warum? Ich denke, das zerreißt alles und dann, ich weiß nicht. Ich lebe auch in Deutschland nicht so lang. Ja, ja. Und wovon stammen Sie bitte? Aus Kasachstan. Aus Kasachstan, ja. Ach so. Und warum sind Sie von Kasachstan nach Deutschland gekommen? Warum Deutschland? Meine Frau und meine Mutter ist umgezogen, ja, sie sagt, ja. Aber in Deutschland ist gutes Leben, ja. Ich würde sagen, das hat uns noch nicht so richtig, also uns persönlich, als Privatmensch, hat es uns jetzt noch nicht so richtig betroffen. Ja. Und vielleicht wäre es auch besser, wenn wir auch rausgehen. Ja. Denken Sie, dass es wäre einige Einflüsse für die Europäische Union oder für Deutschland haben, der Brexit? Bestimmt wird es haben, aber was, das ist jetzt, das ja. Werden wir vielleicht mit der Zeit sehen. Ja. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Oh, nein, Sie? Ich weiß nicht. Wir sind etwa ich bin 3 Monate Deutschland. Ach so. Ja. Und warum in Deutschland? Ja. Besuch. Nur Besuch? Es ist nur Besuch? Ach so. Und was meinen Sie über Deutschland? Es ist... Ein Kollegebesuch gekommen. Und woher sind Sie? Ich bin Kurdistan gekommen. Ah, ach so. Wir leben in der Zeit von Brexit. Also, was meinen Sie? Ist das ein guter Schritt von Großbritannien oder vielleicht ein Fehler? Das müssen wir abwarten. Das kann man zuvor nicht sagen. Also, ich finde, jetzt für einen deutschen Arbeiter, früher war es besser. Man konnte sich mehr leisten für die D-Mark. Und mit dem Euro ist alles teurer geworden. Das hat viele Nachteile. Vorteile jetzt für einen Arbeiter wüsste ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt keine. Mají nějakou zprávu, kterou by chtěli vzkázat obyvatelům Británie? Welche Botschaft? Ja, die Bürger, die würden vielleicht sich jetzt anders entscheiden, wenn jetzt das wäre. Aber sie haben ja jetzt die Möglichkeit nicht mehr. Vielleicht wird es auch in 10 Jahren alles anders, dass man sagen, die haben es richtig gemacht und mir nicht. Also man weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da gibt es keine Botschaft. Das muss jedes Land für sich selber aufmachen. Was will man da Botschaft machen? Man muss abwarten, ob es in die Hose geht. Wenn es gut geht, ist gut. Dann kann man sagen, die haben recht gehabt. Sie machen ihr eigenes Ding. Und von uns, wir sind halt auch mit anderen Ländern, Kooperation muss man machen. Ne? Aber wie der Ostteil der Republik, genauso mit der Asylantenpolitik. Da stehen ja wir und die Franzosen, sage ich einmal, und diese Länder alleine da. Und wie der Pole oder was, der kassiert nur, aber nimmt nichts auf, unterstützt uns eigentlich nicht. Und das ist der Nachteil. Aber wir kriegen trotzdem ihr Geld. Ne? Ja. Wir müssen ja zahlen. To je vše. Mějte se hezký den, přeje Janina z Londýna.